You spin my head right round, when you go down, down. Und damit hey ho und let's go in Pikmin 2. Heute wird's etwas, ja, ich will mal sagen, gefährlich. Denn obwohl das hier wie ein relativ chilliges Erholungsgebiet aussieht, ist es doch tückisch. Denn ich darf euch mit diesem gelben Pikmin was demonstrieren. Und zwar Flieg und Sieg, mein Freund. Das wollte ich nicht demonstrieren. Genau das da. Denn diese blöden Steine leben und greifen meine Pikmin an, um sich einen eigenen Garten zu machen. Tatsächlich sind sie eigentlich ungefährlich, muss man sagen. Sie können nichts. Sie machen meine Pikmin lediglich in den Boden rein, Stampfung und so. Und ja, das war's eigentlich schon im Großen und Ganzen. Deswegen sind sie nicht gefährlich, allerdings... Okay, ich habe mich geirrt. Rückzug! Rückzug! Verdammt! Okay, ich habe gesagt, nicht gefährlich. Ich habe mich geirrt, die sind extrem gefährlich, wenn man so dumm rangeht wie ich. Denn ihr seht, die haben fast meine... Was machst du? Warte mal, Motivierspray. Denn die haben meine ganzen Pikmin jetzt eingestampft. Was ist denn das? Das fängt ja auch mal wieder klasse an. Warum fangen die Parts so klasse an in letzter Zeit? Das gibt es doch wohl nicht. Hier kann ich ein paar blaue züchten auch. Das ist zwar sehr schön. Ja, wie mache ich dich jetzt platt? Der andere ist ein bisschen geschwächt. Greife ich erstmal den an. Gut, der ist weg. Jetzt dich. Genau, schön angreifen. Komm, nein, 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 nicht. Gut, beschäftigt sie einfach. Und zwar beide. Dann kann ich hier ruhig ein paar Pikmin wieder rauspflücken. Hä? Wo habt ihr das denn gefunden? Untersuchung läuft. Wie eigenartig. Dieses atypische Metallobjekt war im Inneren dieser bizarren Kreatur. Es scheint eine gigantische Metallhand zu darzustellen. Vielleicht handelt es sich um ein antikes Kunstwerk. Ja. Kann gut sein. Der Vorteil allerdings, wenn er Pikmin einstampft, ist, dass die Pikmin alle zu Blumen-Pikmin werden. Das bedeutet, falls ihr keine Blumen-Pikmin habt und so ein Vieh seht, lasst die Pikmin ruhig von ihm einstampfen. Sie werden sofort zu Blumen-Pikmin, wenn sie drin sind. Das bedeutet, ihr habt nicht mal diese oder? Werden sie sofort? Oh, vielleicht glaube ich auch Mist gerade. Vielleicht werden sie auch, Ding, einfach ganz normal, wenn sie in die Erde stecken, werden sie auch nach kurzer Zeit zu Blumen-Pikmin. Vielleicht das System läuft dann. Bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts, gell? Und was haben wir denn hier? Er hat gesagt, ein sehr interessantes Objekt. Das bedeutet, und es leuchtet schön, das bedeutet, es hat ganz sicher eine Auswirkung. Schlägerfaust. Dieses Objekt scheint eine Replik einer humanoiden Faust zu sein. Eine Replik? Eine Replikation, ist mir klar, aber warum gibt es die Abkürzung? Wahrscheinlich ja. Ein Handschuh, ähnlich dem, den ich vor einiger Zeit im Frachtraum hatte. Und hier ist dieser Handschuh wieder. Gerade habe ich den vermissten Raketenhieb in meinen Frachtraum gefunden. Drücke dreimal A, um ihn abzufeuern. 1, 2, Bautz. 3 Ausrufezeichen. Ja, denn jetzt haben wir, nachdem ich hier alles endlich mal habe, eine neue Attacke gelernt. Und die war sehr wertvoll für Olimar. Die demonstriere ich euch auch gleich, nachdem ich hier ein bisschen Ordnung geschafft habe. Komm, Attacke. Danke. Und jetzt hier bitte noch, am besten mit dem Lila, dann ist es sofort betäubt. Genau. Dann kann es mir nichts.
Aber schnell, bevor er seinen blöden Wasserangriff setzt, denn die Spinnen haben, wie wir gelernt haben, ja jeder eine spezielle Technik. Die blauen logischerweise greifen mit Wasser an, die restlichen, ja, je nach Farbe. Und jetzt, was Oliver Neues gelernt hat, 1, 2, 3. Das sind normale Schläge. Wenn ich das aber dreimal schnell hintereinander mache, genau, macht Oliver so einen, ja, starken Angriff. Sieht cool aus. Und ist natürlich auch sehr stark. Im Gegensatz zu seinen früheren Angriffen. So, die Blumen zum Glück, ich habe null auf die geachtet. Zum Glück ist keiner von diesen Blumen einer von diesen blöden Gegnern. Und jetzt muss ich nur noch ein bisschen aufräumen hier. Also, was haben wir? Die zwei, auch wenn die natürlich cool sind, ich weiß. Aber wie gesagt, die können nicht mit uns kommen, deswegen... Obwohl, ich kenne den Boss nicht. Vielleicht werden sie für den Boss praktisch. Nein, ich verwandle sie trotzdem. Ein paar rote nehmen wir noch und ein paar gelbe. Von denen scheinen wir auch sehr viel zu haben. Das bedeutet erst euch zwei. Es lohnt sich einfach, Nettie mitzunehmen. Und jetzt noch rote. Mach auf. Blödes Vieh. Und hier stopfen wir die gelben rein. Blaue. Es gibt einen Grund, warum die blaue Blume hier ist. Allerdings, wie viel blaue haben wir? 28. Das sollte reichen eigentlich. Das sollte reichen. Solange können wir weiter über Gaming News quatschen. Was haben wir denn heute als Thema so zur Verfügung? Wie war's mit... Ach du Gott, wie wird denn das ausgesprochen? Crunchcrawl? Keine Ahnung. Zudem kommt noch meine schlimme Schrift hinzu. Also doppelte Schwierigkeit, das auszusprechen. Es ist eine neue Wii-U-App. Es gibt einen kostenlosen Zeitraum, mit der ihr die verwenden könnt. So wie bei... Was gibt's? Netflix gibt's ja auch auf der Wii-U jetzt. Und zwar könnt ihr damit Animes gucken. Das ist sehr beliebt bei den Japanern. Und damit könnt ihr japanische Animes gucken. Also die, die natürlich da drin sind. Und ja, einfach genießen. Einen Monat gratis, danach wahrscheinlich bezahlen. Wie viel weiß ich leider nicht. Ist ja gerade erst neu erschienen. Ja, sonst gibt es hier nichts, dann weiter. Und ja, ganz praktisch, falls ihr auf Animes steht, könnt ihr diese App gerne nutzen. Hat bestimmt einige Vorteile dann. Sublevel 6. Was haben wir denn hier Schönes? Dass die Höhle sehr tief ist, da habe ich mich darauf eingestellt. Und wir können sogar gleich weitergehen. Okay, ihr scheint hier sicher zu sein. Das bedeutet, ich werde erstmal selber eine kleine Erkundung machen. Und ich sehe schon einiges Fieses. Hä, was machst du? Wo kommt das blöde gelbe Pikmin her? Alter, kannst du nicht zielen oder was? Upsi. Upsi! Nein! 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 Olima ist down! Was? Wird er wiederbelebt irgendwann oder so? Ich wollte doch nur die Viecher hier umbringen. Ja, greif doch an jetzt! Wie lange brauchst du, um diesen scheiß Stein zu werfen? Ja, nächster Stein, komm! Danke. So, ja, ich werde sie so besiegen. Kein Bock auf was anderes. Und hier sind unsere nächsten schönen Punkt-Pikmin-Käfer. Die muss ich aufpassen. Er hat logischerweise nur 4 auf Lager. Auf den muss ich jetzt aufpassen. Ah, toll. Ja, dann Feuer halt. Aber Feuer gut. Das ist blöder Winkel hier alles. Geht so vielleicht? Nein, auch nicht.
mache ich das jetzt? Ganz kurz, ich brauche einen großen Winkel. Nein! Es klappt nicht. Hier vielleicht, ich hatte mehr Platz. Es klappt alles nicht. Dann macht es dann, wie ich ihm sage. Hä, oder doch? Gut, den extra nicht angegriffen, weil eben ich den nicht umbringen will. Die vier kleinen, das sind übrigens nur vier, weil ich schon 96 habe. Sonst könnte ich ja mehr als 100 Pikmin haben. Deswegen ist absichtlich weniger draus gemacht worden. Jetzt besiege ich dich. Weil die Gegner hier müssen erledigt werden. Ich habe Olima verloren. Und Louis sieht auch nicht gerade besser aus, Leute. Und ich will kein Dungeon verlieren, nur weil ich beide Kommandanten verliere. Das ist mir ja noch nie passiert. Danke, weg mit ihm. Okay. Blaue und rote bitte. Blaue. Bitte alle und rote ein paar. Sonst habe ich keinen, gell? Gut, brave Pikmin. Mach das Ding kaputt. Das gehe ich nicht vorbei. Jetzt bin ich vorsichtig. Ich gehe keine Risiken mehr ein. So, Feuerquellen. Da hinten ist noch eine. Plus den Punktkäfer muss ich besiegen. Am besten natürlich mit allen. Perfekt. So, jetzt habe ich die auch noch. Jetzt habe ich wieder 99 Pikmin, was? Habe ich einen verloren? Einen gelben Schwachkopf, gell? Ja gut, aber eigentlich brauche ich die roten nicht für da hinten. Gut, ihr zieht euch zurück. Jetzt muss ich halt hin und her laufen, weil ich Olima nicht mehr habe. Und ich gehe, wie gesagt, keine Risiken mehr ein. Ich bin jetzt extrem vorsichtig. Wir könnten hier jeden Moment down gehen. So, die Punktkäfer sind ja auch. Oh, nicht alle. Ich wollte doch nur ein paar holen. Die Punktkäfer sind ja gegen alles resistent. Deshalb, oh, da ist noch ein lebender Gegner. Den habe ich nicht beachtet. Absolut nicht beachtet. Ich hasse den Gegner. Der kann so viele Pikmin in so kurzer Zeit fressen. Der ist furchtbar. Ja, dann schleppt die Schätze und weg. Die Gegner interessieren mich jetzt nicht. Das Wohlergehen meiner Pikmin ist mir wichtiger. Ich wollte krass sagen, habe ich keine blauen mehr. Gut, rote aber bitte nichts kommen. Rote kann ich hier absolut nicht gebrauchen. Gut. Ihr könnt den noch mitschleppen. Zwei Schachfiguren. Ich, wie gesagt, jetzt vorsichtig. Ich will keine Fehler machen. Und auch wenn hier alle Gegner besiegt sind, es können genug Fehler passieren. Wie hier zum Beispiel gleich eine Bombe runterfallen. Oder irgendein Gegner, den ich wieder übersehen habe. Oder wie die laufen. Okay, macht's gescheit. Wehe, ihr macht Fehler. Wenn ihr stirbt, dann töte ich euch. Kein Witz. Was haben wir denn hier? Die Dame ist es. Unbezahlbare Statue. Reden wir so lange über ein paar gute Nachrichten von Nintendo. Und zwar sind sie mal ganz dicke wieder im Geschäft. Sie sind nämlich auf Platz Nummer 1 von den erfolgreichsten Videospielfirmen in Japan. Tatsächlich hier in Europa und USA und sonst wo. Läuft es nicht so gut gerade, besonders für die Wii U nicht. Allerdings, bei Japan läuft's. Der 3DS ist nämlich der am meistverkauftesten. Also da ist nichts in der Nähe, nicht mal annähernd. PS4, Xbox One könnt ihr vergessen. Und zwar über 3 Millionen Verkäufe vom 3DS. Zum Vergleich, auf dem zweiten Platz ist die PS Vita, die bei uns ja noch mehr abschmiert. Die circa 1 Million hat. Dazwischen ist nichts. Wertlose Statue. Der König ist wertlos und die Dame die wertvollste. Gut, und hier war es das, also gehen wir tiefer. Genauso wie mit den Software übrigens.
Nintendo-Spiele sind ganz weit oben, andere unten. Irgendwo da unten, weiß nicht wo. Ne, finde ich nicht. Sublevel 7 schon sehen wir. Geht gut voran. 4 Sublevel habe ich heute geschafft. Allerdings, wie gesagt, ist riskant für Louis. Gut, hier ist sicheres Gebiet. Allerdings denke ich nicht, dass es überall so ist. Die Käfer sind, denke ich, das kleinste Problem. Ich hab's gesagt. Aber wie gesagt, damit habe ich gerechnet. Ich wusste, dass hier irgendwas Fieses lauert. So viel Platz, wie man hier hat. Man kann auch die Steine nutzen gegen die Gegner. Allerdings das zu berechnen bzw. zu erraten, wo Steine sind, ist schwer. Nein, geht mir aus dem Weg. So, hier ist ebenfalls nicht viel los. Der hat einen Schatz? Nee. Da ist ein Schatz. Oh Gott. Das hätte ihn erwischen können, meiner Meinung nach. Wäre ein bisschen schneller gewesen. Und hier kann ich wieder ein paar Weiße züchten. Alter! Nur weil ich hier vorbeilaufe oder was? So, entschuldigt die kleine Störung. Jetzt kann es weitergehen. So, was machen wir jetzt? Mit einer Armee von Pikmin kann ich ja nicht rein. Es können immer wieder Steine runterfallen. Ich weiß nicht, nämlich wo genau. Seht ihr? Genau das meine ich. Gut, dann sollte ich mir eine Taktik überlegen. Und ich würde sagen, im nächsten Part machen wir hier lieber weiter. Genau. Und damit, keine Sorge, heute ist nicht alle Tage. Ich besiege Gegner weiterhin. Keine Frage. Bis dahin, ciao. Also nicht ciao, sondern ciao, nur anders gesprochen, ne? Ihr wisst, was ich meine, gell? Ja, wisst ihr. Wie nein? Doch. Streck dich nicht so. Wir beenden jetzt den Part. Einverstanden? Wie nein? Doch, guck, ich drücke jetzt auf Aufnahme, stopp.